und herzlich willkommen zur 104. Folge von Forza Horizon 4. Heute reise ich wieder nach Italien. Und zwar ist das der 2013er Ferrari 458 Speciale. Ein ziemlich brutales Auto. Und zwar die stärkste Variante des Ferrari 458. Der Vorgänger des 488. Hier sieht der brutal aus. Und vor allen Dingen ein Wagen mit Saugmotor. Ist das nicht göttlich? Ein 4,5 Liter großer V8 Saugmotor mit 605 PS. Also auch eine ziemlich hohe Literleistung von knapp über 130 PS. Müssen das sein? Ja, knapp unter 130 PS. Halt verdammt hoch. Ein fetter Sound. Aktive Aerodynamik. Ist ein geiles Teil. Boah. Von Optik, also der guckt schon wirklich sehr brutal. Vor allem auch im Vergleich zu einem normalen 458, der schon ziemlich geil ist, weil das ist halt nochmal, das ist die Endstufe. Da wird sich der eine oder andere fragen, Fabian, wieso laberst du eigentlich so lang? Weiß auch nicht. Jedenfalls kommt der Wagen erstmal auf die Teststrecke. Na, aber sowas von. Das Ding, so ein Kracher, du musst unbedingt dort bewegt werden. Deswegen springe ich auch direkt rüber. Meine Güte, ey, was eine Zeit. Eine 2 Minuten 33,420, was ihn damit zum aktuell schnellsten Auto auf meiner Teststrecke macht. Und zwar ca. 4 Sekunden schneller als der R8 V10 Plus, der mehr Leistung hat und auch noch Allradantrieb. Also Ferrari gut gemacht, Alter. 4 Sekunden schneller als ein V10 Plus. Und er hat das jetzt nicht gerade ein langsames Auto, der ist schon verdammt schnell. Das sind nochmal 4 Sekunden. Ach du Scheiße, euer Spitzenreiter. Herzlichen Glückwunsch, Ferrari. Meine Fresse. Da hat natürlich die Frage, wird der Wagen auch schneller? Und noch eine Frage, die ich auch ziemlich gut finde. Wie lange bleibt dieser Wagen der schnellste Wagen auf meiner Teststrecke? Ja, wir sind immer noch auf der S1-Klasse. Ich könnte ja mal so in nächster Zeit ein S2-Auto auf der Strecke loslassen, wer weiß. Man munkelt. Erstmal Ferrari.
Motortechnisch geht ein V10 von Lamborghini rein. Warum auch immer ich das machen sollte, das ergibt für mich nicht wirklich Sinn. Jetzt sogar etwas mehr Leistung, etwas mehr Drehmoment. Aber ich glaube, meine Drehmomentkurve ist auf jeden Fall etwas gleichmäßiger. Vor allem dreht auch meiner höher. Ja, Lambo, ich könnte nichts. Allrad geht und Ansaugung. Eine Aufladung meine ich. Nein. Natürlich bleibt der Wagen ein Sauger. Ich genieße das noch, dass der Wagen einen Saugmotor hat. Es wird auch so bleiben. Ich finde das Wort Spoiler von Optik, der geht sogar noch, aber eigentlich so Ferraris, die brauchen gar keine Spoiler. Bei Lambos, ja, der Aventador verträgt einen Spoiler, ein Huracan auch auf jeden Fall, da passt das, aber bei Ferrari bin ich eher nicht so der Spoiler-Typ. So. Hier gehen sogar tatsächlich Rennreifen drauf. Okay. Reifenbreite. 245er ist ja nix. Das ist schon eher was. Und hier 345er hinten. Warum denn auch nicht? Ich bin den Wagen schon ab und zu mal gefahren, deswegen sind auch einige Teile schon gekauft. Aber noch nie damit Rennen gefahren. Nur so rumgefahren. So. Rennfedern auf jeden Fall. Dann stab ich es nämlich auch ganz gerne. Gewichtstechnisch sind wir ziemlich gut unterwegs. Der Wagen ist echt nicht so leicht. Nicht so schwer, meine ich. Ja, der Wagen ist echt nicht so leicht. 1,4 Tonnen. 600 PS. Ja, ist halt schon ziemlich schwer. Nein, der Wagen hat echt ein gutes Gewicht. Ja, einfach mal alles so. Das Wichtige alles reinmachen. Deswegen lasse ich auch. Gefallen mir. Deswegen Größe gefällt mir auch. Spurtechnisch. Gucken. Hinten. Oh, ich weiß ja nicht, ob. Mit ein bisschen Sturz könnte hinten gehen. Und vorne braucht man halt wieder ziemlich viel Sturz. Weil das ist. Ja, ich würde vorne, wenn. Das erste machen. Eine Spurbreite. Das andere wäre mir ein bisschen zu viel. Sind wir jetzt bei S2905? Machen wir noch Leistung rein. Ich meine, lahm ist der Hobel auf jeden Fall nicht. Ich meine, 605 PS reicht für Topspeed von. 345, Alter, bitte, was? 2,547 Sekunden auf 60 Meilen. Nur so zur Info, wir haben Heckantrieb. Okay. Brauchen wir Leistung? Ich glaube, die Frage hat sich gerade übrig, ob wir Leistung brauchen. Oder, na, reicht schon? Ja, ich glaube, es reicht. Alter. Das muss ich echt nicht. Also dann auf der 100 km vielleicht so 2,7 Sekunden oder so. Alter. Das ist fucking nochmal schnell. Der Topspeed gefällt mir auch. Ey, 345 läuft der. Alter. Danke Ferrari dafür. Natürlich, leider sieht es bei Ferrari mit V8 Saugmotoren ziemlich mauer aus, was das angeht. Soweit ich weiß, gibt es gerade bei Ferrari keinen einzigen V8 Saugmotor. V12 Saugmotoren, die gibt es. Im geht jetzt nicht viel los so. Im Racing jetzt. 812 Superfast. Oder Portofino. Der hat den V8 Biturbo, der 488. Und viel mehr Bordferrari aktuell nicht. Also V12 weiter ein Sauger. Auch relativ große Motoren vom Volumen her. Aber die V8-Motoren, Sauger leider nicht. Ich glaube, das wird auch wahrscheinlich jetzt nicht so schnell wiederkommen. Bei Sound war der hier Motor, der 400 Liter V8, der war schon echt geil. Deswegen auch der Name, Ferrari 458, steht für 4,5 Liter V8. Und Special ist halt so die krasseste Variante. Beim 488 ist das, denke ich mal, die krasseste, würde es der Pista sein. Oder ist aktuell die krasseste Variante. Beim 430
war es der Scuderia. Beim 360 der Challenge Stradale. Nur mal so als Info am Rande. Und davor kann ich mich nicht so wirklich aus. Das ist halt so quasi das Topmodell. So, Leistung als auch, ich denke mal, Aerodynamik. Ich meine auch hier hat Ferrari aktive Aerodynamik verbaut, aktive Elemente, also im Unterboden. War, glaube ich, auch bei Ferrari ziemlich neu gewesen. Eines der ersten Autos, die sowas hatten, bei Ferrari. Ich weiß gar nicht genau, ob es das erste war. Kann gut sein. Aber halt ein richtig, richtig übles Teil. Also mehr Leistung als der 458 Italia. Mehr Aerodynamik. Weniger Gewicht. Ich meine, was will man denn mehr? Ist doch alles, was man braucht. Nur halt der Preis ist, glaube ich, eher eine andere Frage. Weil ich kann mir vorstellen, dass so ein Ding preislich jetzt nicht unbedingt günstig ist. Bitte was? 362 Klamotten mit 605 PS. Sauger. Aua. Serienleistung wohlgemerkt. Ja. Nix getuned. Der Wagen ist einfach so. Okay. Lass ich mal so im Raum stehen. Design, ich guck mal kurz, ob es da was Schönes gibt. Also diese blau-weißen Streifen, die würde ich ganz gern lassen. Da muss ich jetzt nichts zwingend ändern. Nee, Stands nicht überlegen. Polizei eigentlich auch nicht. Marlboro, nee. Nee. Gucken, was es denn so für Serienfarben gibt. Also, der natürlich Ferrari in Rot mit blau-weißen Streifen. Restlichen Farben sind alle ohne Streifen. Okay, das ist dann das Rot ohne Streifen. Mehr Rot. Denn die eigentliche Ferrari-Farbe ist ja Gelb. Auch wenn wohl die wahrscheinlich am meisten Ferraris rot sind, ist die eigentliche Ferrari-Farbe ein Gelbton. Ja, ja, ja. Es gibt sehr viele Farben, aber ich finde es so am besten. Felgen finde ich ziemlich geil, die Felgenart. Irgendwie Bock so. Ah. Eigentlich will ich goldene Felgen haben, aber das glänzt halt so krass. Deswegen sieht Zinks eigentlich so eher aus wie Gold. Oder ich ein Kupfer, nee. Halt Messing nehmen. Bisschen gebürstet, halbglänzend. Manipuliert ist wieder. Das ist zu bling-bling. Halbglänzend, gebürstet. Sieht doch. Eigentlich sieht Messing eher so wie Bronze aus. Also eigentlich wie Kupfer. Aber sieht auch ähnlich aus. Gebürstet. Ist immer halbglänzend. Ich glaube, bei dem Wagen, das passt eigentlich noch ganz gut. Da würde ich gerne mal fahren. Kann vorkommen, ja, es ist ungewöhnlich, aber ich will das Auto tatsächlich auch mal fahren. Kann besonders bei Rennspielen ab und zu mal passieren, dass man Autos auch fahren möchte. Man angucken ist ja schön und gut. Ich will da was erleben. Emotionen. Oder einen schwarzen Argus. Ach so, und nö. Und nö. Und dann mache ich jetzt mein eigenes Design ganz kurz. Ja? Ich lackiere mal kurz was selber, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es jetzt versucht und auch eigentlich hinbekommen, aber ich habe mich dann doch dafür entschieden, die Serienlackierung zu lassen, halt ohne meine messingfarbenen Felgen. Ich denke, ich werde es überleben. Wird knapp, aber ich denke, ich werde es überleben. Die Felgen nicht einzufärben. Ich finde es dann doch jetzt in dieser Variante eigentlich am besten. So. Ey! Was macht ihr da?
Ach, Polizei ist das. Achso. Sprecherjagd oder wie? Passenderweise. So. Alter. Ja, das waren 100. Oh, fuck, deren Reifen. Alter. Okay, der hat einiges gebracht. Kein Schnellwagenfeuer so oder so schon. Ist halt noch krasser. Ja. 298 blitzen lassen. Mit dem Stück. Auch nicht verkehrt. Merkpartie sieht auch sehr gut aus. Das ist ja halt die Kurzheck-Variante. Nein. Ich will ein Rennen fahren. Nicht irgendeins. Nein, nicht Goliath. Das nicht. Das muss mit dem Wagen erstmal nicht sein. Vielleicht privat, aber jetzt nicht in Aufnahme. Das heißt, was ich fahren möchte, ist quasi mehr oder weniger auch eine Teststrecke. Und zwar eine ältere Variante. Bin ich auch schon mal im Let's Play gefahren. Diese Strecke hier sollte eigentlich meine Teststrecke werden. Ich habe mich dann allerdings doch nachhinein dagegen entschieden. Habe dann jetzt meine jetzige genommen, aber das war die ursprüngliche Variante meiner Teststrecke. Nehme ich heute mal drei Ründchen. Guck auf die Zeit, wir sind so bei 16 Minuten ungefähr, 17. Nehmen wir mal drei Ründchen. Ja, das passt. Springen, selbstverständlich. Aber der Wagen ist immer noch hier als Modern Supercar gelistet und nicht als Track-Toy oder ähnliches. Das wundert mich noch ein bisschen. Ich dachte, der wäre vielleicht sogar gut genug, um in die Track-Toy-Klasse zu kommen. Weil ich meine, ein M4 GTS wird ja auch als Track-Toy gezählt. Dann finde ich, kann der auch sowas gezählt werden, aber na gut. Modern Supercar ist ja auch keine schlecht besetzte Klasse, also... Da soll es doch genug geile Autos geben. Da bin ich sehr stark von überzeugt. Und sehr viele geile Autos natürlich. So, mach mal Profi rein, okay? Sollte nicht aufpassen. Schlapper geht hier, glaube ich, teilweise auch. Kommt natürlich aufs Auto an. Der Start ist geil. Okay. Jo. Diese Unebenheiten macht die Strecke gerade bei solchen Autos ziemlich schwer. Die für Edenstrecken gedacht sind. Okay, er hat den Checkpoint verpasst. Und ich den hier gleich auch. Ich bin die Strecke schon eine längere Zeit nicht mehr gefahren. Aber wann ist die Strecke sowieso geil hat. Ich dachte mir, komm, hast du die mal wieder. Weil eigentlich ist die Strecke selber ziemlich cool. Wenn man jetzt von oben sieht. Die Form. Oder das runde Layout. Das ist eigentlich wirklich ganz gut. Den Reifen finde ich super. Der hat wirklich viel geholfen. Teilweise ist der Wagen wirklich nicht so einfach zu bewegen. Ich habe bei der Rundenzeit gemerkt, dass es da nicht so einfach war, eine richtig gute Runde hinzulegen. Ich muss sagen, der TVR ließ sich schwerer fahren. Immer noch. Trotzdem. Der Pferd ließ sich besser fahren. Oder einfacher. Sag was mal so. So. Ciao. Man sieht sich, ne? Raum.
Rote Blade Ataro. Zeigt, hier ist Alarm. Sehr schöne Erinnerung. Ich bei Ferrari generell nicht wirklich meckern. Sieht halt schon ziemlich geil aus. Halt motorentechnisch aktuell so ein Solala. Ich will jetzt den Motor aus dem Jahr 80 oder Portofino noch nicht schlecht reden. Aber der Motor war schon versaut, der viel geiler. Ja, sie sind natürlich irgendwie gezwungen, die Norm zu erfüllen. Kann ich auch überhaupt nicht meckern. Ich finde, ein bisschen mehr Sound wäre da trotzdem gegangen. Nicht. Wenn solche Autos klingen jetzt bei weitem nicht unspektakulär, das auf keinen Fall. Aber könnten, finde ich, ein bisschen geiler klingen. Da war der hier vom Sound ja schon, den ich einfach mal angeschrien oder angefaucht, das Teil. Das böse Pferdchen hier. Das war sehr, sehr gut. So, jetzt wird es schwer. Oh ja, genau deswegen, weil diese Kurvenkombination zu kriegen, dabei noch richtig fett schnell zu sein. Ich glaube, diese Kurve, da kriegen wir nicht so wirklich hin. Mache ich das hier noch? Er sieht auch so. Ja. Ich bin immer weg. Es ist schon fiese Kurven dabei, das muss ich definitiv sagen. Die Kurven mag ich hier, das ist ja eigentlich in der Driftstrecke, eine Driftzone. Im Spiel. Aber es war eigentlich viel cooler, das schnell zu fahren und nicht quer. Oder es zumindest versuchen. Ich bin auch die Strecke mit dem Ford GT eigentlich ziemlich gern gefahren. Im 2017er. Das hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Heute wollte ich mal Saugerpower fahren. In der Klasse mit Saugerpower. Mit einem 458 Speziale eigentlich ganz gut dabei. Ja, und Zeit ist ja auch noch ein wenig länger als meine Teststrecke. Aber klar, die Strecke ist auch länger. Ups. Den schönen Vollgas fahren. Das ist herrlich. Das ist Speciale echt ein geiles Teil. Mittlerweile finde ich halt den normalen 458 Italia von Optik, klar, sieht gut aus, aber jetzt nicht so überragend, so boah, sieht der übertrieben böse aus. Der Speciale, der ist da schon eine ganz andere Liga, wie ich finde, was die Optik angeht. Das finde ich aber auch ähnlich beim 488, der 488 GTB. Sieht gut aus, aber ist nicht so, dass übertrieben krass ist. Aber der Pista, der sieht schon mal deutlich geiler aus. Weil da man gegen dieses Ich, da sehen die schnelleren Modelle auch besser aus. Und die normalen Modelle sahen dafür auch sehr gut aus. Also sprich, kein Performante finde ich natürlich geiler als normaler Huracan von Optik her. Und sieht normaler Huracan immer noch fucking geil aus. Ja, ein absolutes Sahnestück ist das. Aber Aventador und Aventador SV oder SVJ, da sind die normalen Autos schon extreme Kracher auf, was die Optik angeht. Aber die sitzen halt noch mal einen drauf. Und gerade Aventador SVJ, ey. Den Auspuff vorn so und der Theke, boah, geil. Hätte ich auch sehr gerne einen Forza. Würde ich sehr feiern, wenn der Spiel kommt. Oder auch beide, Huracan Performante und Aventador SVJ. Ich
auch nichts gegen. Welcher von beiden wäre mir denn lieber? Boah, ist eine gute Frage. Ich sind mir beide sehr lieb. Boah, kann wäre sinnvoll, aber vom Aventador haben wir schon ein paar Varianten im Spiel. Nämlich den normalen Aventador, den Aventador J und den Aventador SV. Vielleicht immer noch ganz viel ist die Forza Edition, aber das sehe ich jetzt halt, wenn jetzt die Serienmodus. Das sind schon mal drei Varianten. Der SVJ wäre die vierte, beim Huracan haben wir nur eine Variante, die normalen. Eigentlich beide. Das sind beide sehr, sehr coole Autos. Beide natürlich eher sehr schnelle Autos. Was ich vor allem krass finde, ist beim SVJ der Zeitsprung auf der Nordschleife zwischen dem normalen Aventador SV und dem SVJ. Der Aventador SV hat auf der Nordschleife 6 Minuten 59 gebraucht. Der SVJ 6 Minuten, ich glaube 44. Das sind nur 20 PS Unterschied für den Autos. Also das ist schon übel. Wie schneller der SVJ einfach ist. Ein Performat ist auch gut, 6,52. Auch natürlich auch eine extrem geile Zeit. Und für die Leistung natürlich. Für nur 640 PS. Ferrari testet ja ihre Autos eigentlich eher auf der hauseigenen Teststrecke. Die haben auch so einen kleinen. Und da gehen die meistens eher die Rundenzeiten an als auf der Nordschleife. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der LaFerrari auf der Nordschleife getestet wurde. Bin ich mir ziemlich sicher. Dass der da dort mal sehr schnell bewegt wurde. Und die Zeit gab es nicht öffentlich. Genau beim McLaren P1. McLaren meinte, der P1 ist eine Rundenzeit unter 7 Minuten gefahren. Der Standard P1. Wenn sie die Rundenzeiten nicht sagen, denke ich mal stark davon aus, dass sie den Konkurrenten Porsche 918 Spyder nicht geschlagen haben. Sonst wäre es ja dämlich, jetzt nicht zu sagen. Ich meine auch Ferrari, meinte auch, ja, sie sind in der Nordschleife sehr schnell gefahren. Ich meine, sie haben auch gesagt, sie sind unter 7 Minuten gefahren, aber haben nie eine offizielle Zeit gesagt. Das heißt für mich, sie waren anscheinend langsamer. Sonst würden sie ihre Zeit nicht verheimlichen. Dann natürlich alles die Dreifaltigkeit, der Ferrari P1 und 918 natürlich alles drei extrem geile Autos. Der eine setzt mehr Hybrid, der andere eher weniger. Drei sehr geile Autos. Übertrieben schnelle Autos. So glaube ich sogar, ich meine, der McLaren ist sogar abgeregelt. Ferrari weiß ich gar nicht, ob der abgeregelt ist. Der Porsche ist ja langsam zu fahren, aber das schafft glaube ich auch gar nicht mehr. Topspeed mäßig. Ist aber auch der schwächste mit Abstand. Ich meine, zwischen 918 und Ferrari liegen halt, ich glaube, so um die 70 PS. Muss man auch mit bedenken. Ist immer noch 70 PS, natürlich auch Gewicht. 918 ist der schwerste. Und hat nicht den kleinsten Motor. Den zweitkleinsten. Na egal. Der Special ist ein wirklich spezielles Teil. Auch ein sehr geiles Teil. Die Beschleunigung aus dem Stand. Alter. Wie schnell geht das bitte? Übel mit den Reifen. Die Beschleunigung von 0 auf 100 übel. Für Heckantrieb 605 PS. Habe ich selten gesehen, sowas Schnelles von auf 100. Ich glaube, selbst ein Erdmotor Arkan schaffen das nicht mal. Die haben Allrad. Was gerade bei 0 auf 100 und der Leistung sehr vorteilhaft ist. Naja, schönes Auto. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich dann im Winter. Also bis dann und tschüss!